Ja, hallo liebe Bastelfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, auch dieses Video soll ein klein wenig außerhalb der Reihe sein, denn das, was heute weitergeht, muss ich schon sagen, ist noch kein offizielles Projekt, was schon erschienen ist, sondern es befindet sich immer noch weiterhin im Testlauf. Und zwar geht es um das potenzielle neue Projekt nach unserer Metallbismarck, die voraussichtlich roundabout Oktober, November, vielleicht auch mittlerweile schon, er weiß das schon genau, beendet sein wird. Auf jeden Fall zumindest bis jetzt noch bis zum Ende des Jahres. Und vielleicht haben wir dann zum Anfang des nächsten Jahres schon den Nachfolger hier parat. Wer weiß das schon? Es geht um die U96 oder das U96. Das ist der ja, aktuelle Testlauf von Hachette, der auf dem Markt ist, nur in bestimmten Regionen. Und ich habe euch ja das erste Video schon gezeigt, beziehungsweise die Ausgabe 1, die Testausgabe 1 einmal vorgestellt. Und das ist super angekommen. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr alle so zahlreich eingeschaltet habt. Über 5000 Klicks mittlerweile schon. Also super Sache. Finde ich super, dass da auch so viel Interesse dabei ist und auch viele kommentiert haben, dass sie sich das Projekt gerne besorgen würden, wenn das Ganze dann mal live geht, wann auch immer das so sein wird, beziehungsweise ob es überhaupt so sein wird, ist ja auch nicht zu 100% garantiert, aber ich denke mal, der Name, hallo, U96, der spricht eigentlich schon für sich. Und ja, normalerweise geht die Testausgabe oder geht die Testzeit so roundabout immer so um 4 Ausgaben. Und genauso ist es auch bei diesem jetzt gewesen. Und glücklicherweise konnte ich nicht nur an die Ausgabe 1 rankommen, sondern auch an die anderen. Und deswegen geht es heute mit dem kleinen Testlauf hier weiter, denn hier geht es schon an die Ausgabe Nummer 2. Daran wollen wir uns heute begeben. Da ist nämlich auch einiges zu tun. Und dann kommen noch 2 weitere Videos, die ich euch zeige, nämlich mit der Ausgabe Nummer 3. Da gibt es dann auch schon eine Testplatine und die zweite Bughälfte ist mit dabei. Und dann die vorerst letzte Ausgabe, die Nummer 4, da gehen wir dann schon an den Hauptturm. Die kommen dann aber später. Heute wollen wir uns erstmal an die Ausgabe 2 wenden, die, ja, wie man sehen kann, auch an einer großen Pappe kommt, wie man sie ja auch schon kennt. Und da haben wir die Bauteile, der erste Motor ist mit bei, die nächsten Mündungsklappen sind mit bei und viele Verbinder und Halterungen und so weiter. Denn dieses ganze Gerüst, kann man sagen, zur Bewegung der Mündungsklappen wird heute gebaut mit dem Motor und testen können wir es dann in der Ausgabe Nummer 3. Das kommt heute. Ansonsten muss ich auf jeden Fall nochmal sagen, ein großes Dankeschön an den lieben Micha von Michas Modellbauwerkstatt, der es überhaupt mir ermöglicht hat, an dieses Testprojekt ranzukommen. Nicht nur mir, sondern noch 3 anderen. Also vielen, vielen Dank nochmal an dich, Micha. Und wenn ihr da gerne mal vorbeischauen wollt, er ist noch ganz frisch, was das Videos machen anbelangt, schaut da gerne mal auf seinen Kanal vorbei und ja, unterstützt ihn bei dem Wachsen seines Kanals. Das nur mal am Rande. Und gibt es noch was zu sagen? Falls ihr es noch nicht wisst, oder kann ich noch mal kurz erwähnen, gleich, wenn ich die Kamera umschwenke, worum es in dem Projekt geht. Mache ich auch gleich noch mal. Und dann wollen wir an die Ausgabe Nummer 2 ran. Ich auf jeden Fall, ihr hoffentlich genauso. Also los geht's mit der Ausgabe 2 von dem Test U96 als Multifunktionsmodell. Ihr kommt auf meinen Tisch rauf und dann geht's los. So, da haben wir sie, die Testausgabe Nummer 2 vom U96. Da wollen wir uns ranbewegen. Kurze Erinnerung nochmal an das, was das Modell überhaupt ausmacht. Später, wenn es dann hoffentlich irgendwann mal kommt, zeige ich euch gerne nochmal. Ja, das U96 kommt zurück als nicht mehr Holz- oder Plastikmodell, sondern als Metall-Multifunktionsmodell. Wie auch schon die Bismarck von Holz auf MuFoMo getrimmt wurde, wird das jetzt möglicherweise auch demnächst dann mit dem U96 passieren. Ja, hier ist es nochmal kurz, dass, glaube ich, eine große Besondere an diesem Modell ist, dass wir die Steuerbordseite quasi fast komplett aufmachen können und den Innenraum mit ausstatten und ausbauen. Beleuchtet ist der ganze Innenraum. Dann haben wir viele bewegliche Elemente sind dabei, Soundeffekte im Standfuß sind mit bei. Die Mündungsklappen, wie gesagt, lassen sich bewegen, das werden wir dann auch noch im Test sehen. Anker lässt sich aus- und einfahren. Genau, das haben wir alles. Also, das wird schon mal richtig geil und der ganze Rumpf ist Metall. Auf jeden Fall. Ansonsten ja, der gewohnte Mix aus Metall- und Kunststoffbauteilen. Also ja, richtig geiles Teil. Also ich bin da schon schockverliebt gewesen, als ich gehört habe, dass das U-Boot möglicherweise als Multifunktionsmodell kommt. Wir alle hoffen sehr, also ich hoffe es auf jeden Fall, dass das Projekt live gehen wird in Zukunft. Und
damit wir uns noch ein bisschen einen besseren Eindruck von dem verschaffen können, was Hachette da so in den ersten Ausgaben plant. Deswegen gucken wir jetzt an die Testausgabe Nummer 2. Alle weiteren Informationen, warum ich jetzt immer an Test rede und so weiter, guckt die erste Folge nochmal an, da gehe ich da ein bisschen näher drauf ein. Wie gesagt, Testlauf noch nicht, kein Live-Projekt, also noch nicht bundesweit erhältlich, nur in bestimmten Regionen. Wird auch nicht großartig vermarktet, das Ganze, also deswegen, es ist nur ein Testlauf und spätestens in der Ausgabe 4, so viel kann ich schon mal sagen, werdet ihr es dann auch nochmal von offizieller Seite bestätigt bekommen. So viel sei schon mal gesagt. So, jetzt wollen wir aber hier ran an die Ausgabe Nummer 2 und gleich vorweg, da muss ich mich so ein bisschen vormogeln, was meine Modellbaukollegen Mario und Micha angeht, die auch schon gebaut haben, die Ausgabe 2. Hier ist ein Zettel mit bei, denn es wurde eine Korrektur der Bauanleitung gemacht und darauf sollen wir achten, wenn wir gleich die Mündungsklappen verschrauben, dass wir diese kleinen Bügel, was immer das sind hier, die Hebel, dass wir die an der richtigen Position mit anbauen. Deswegen müssen wir da gleich drauf achten, weil sonst klemmt das alles und bringt es nichts oder bricht sogar ab und alles. Also deswegen schön drauf achten. Aber ich finde es schon mal gut, dass überhaupt das dabei ist, weil auf der einen Seite bei einem Test kann man jetzt keine Wunder erwarten, dass jetzt hier die größtmögliche Qualität schon ist. Aber wenn jetzt selbst in einem Testlauf schon die Bauanleitung korrigiert wird, das ist auch nicht garantiert, finde ich das schon mal gut, dass zumindest schon mal ein deutlich größerer Blick darauf gegeben wird. Das finde ich schon mal an sich eine super Sache, muss ich einfach so sagen, wie es ist. So, wir wollen loslegen. Wir haben ja noch die beiden Mündungsklappen vom ersten Mal. Dann noch zwei Plastikhalterungen. Eins ist mir gerade rausgefallen, aber eine zweite im Rahmen und noch eine größere. Nee, hier noch so ein kleinerer. Da ist er. Die brauchen wir vielleicht gleich. Mal gucken. Ansonsten haben wir noch einen ganzen Blister mit neuen Bauteilen. Mal rein, da ist auf jeden Fall gut was los hier in dem Blister. Ganz viele Halterungen und so weiter und so fort und auch schon der erste Motor. Den kennen wir zwar vom Grundaufbau schon von der Busy, aber da hat so einen kleinen Vorderbau, wie man sehen kann. Also da wird ein bisschen mehr dran rumgefriemelt. Und ja, dann wird das ganze Konstrukt jetzt langsam mal zusammengesetzt. Drei Schraubbeutel haben wir, genau, mit verschiedenen Schrauben. Plastikschrauben, bestimmt diese schwarzen hier und Metallschrauben diese. Soweit ich es gelesen habe, AM und BM. Genau, die sind nicht beschriftet, ein bisschen schade, aber man kann zumindest anhand der Zahl erkennen, was wie viel ist. Und glücklicherweise werden die Schrauben bei Hachette ja meistens in der gleichen Folge auch verarztet. Also von daher kann man die noch gut auseinanderhalten. Hier sind beispielsweise weniger drin, 2, 4, 6 und eine Ersatz. Das sind dann die BM-Schrauben und das sind dann die AM-Schrauben plus AP-Schrauben. Gut, ich würde sagen, ich packe mal eben alles aus, die Schrauben und so weiter und dann bewegen wir uns Stück für Stück durch diese Bauteile. So, legen wir los mit den ersten Bauarbeiten und zwar die neuen Mündungsklappen. Das sind die unteren Mündungsklappen, die wir hier haben. Einmal links, einmal rechts haben wir bekommen in der Ausgabe 2 und da werden wir jetzt die Halterungen mit einsetzen, die wir brauchen. Wir haben noch hier nämlich zwei Stück. Ich habe gerade DR, ist mir gerade schon abgefallen, die Halterung. Deswegen haben wir hier auch DR, die entsprechende Mündungsklappe dafür. Dann nehmen wir noch einen Hebel uns dazu, einen der Metallhebel. Die sind nämlich gleich und hängen wir dann quasi ein. Mal eben gucken, genau. Der wird hier einmal drüber gelegt und nach außen hin zum breiteren Ende. Wo ist das DR? Zum breiteren Ende soll der Hebel zeigen. Das heißt, die Halterung kommt so rüber, zeigt auch nach hier. Und darunter kommt dann der Hebel, dass der sich so bewegen kann. Haben wir. Und wird mit einer AM-Schraube verbunden. Ups. Nicht abrutschen. Wäre schade drum. So, einmal und dasselbe auf der anderen Seite nochmal genauso. Mit dem zweiten Hebel noch eine AM-Schraube und der zweiten Halterung. Auch hier geht es nach außen. Jo. Klack. Na. Bleibst du an der Stelle? So. Und wird dann auch fixiert. So. Die sind dran, ne? Haben wir.
Und die beiden größeren hatten wir ja auch schon beim ersten Mal gebaut. So, das legen wir uns mal kurz zur Seite. Können wir mal zusammenlegen. Dann brauchen wir den Motor. Da nochmal im Detail. Interessanter Vorderbau hier. Da kommt eine Motorstütze dazu. Das ist eine der Plastikelemente. Das ist dieses hier. Das kommt damit drauf. Wird hier drauf gesteckt. So einmal drüber gelegt. Und wird verbunden. Links und rechts haben wir hier neben dem Pin da zwei Löcher, wo wir mit zwei BM-Schrauben das Ganze fixieren. Und zeigt auch entsprechend diese Form jetzt hier. Ja, genau. Dann machen wir es fest. Geht einen schon mal einfacher, weil es nicht lackiert ist. Also man durch stumpfes Metall schraubt quasi. Da. So. Haben wir. Erledigt. Dann kommt eine Muffe. Das ist die aus dem Rahmen hier noch übrig von der ersten Ausgabe. Zack. Nehmen wir raus und stopfen den über den Pin vom Motor in der Mitte. Den kleinen hier. Und zwar achten Sie darauf, dass die Muffe eine abgeflachte Seite besitzt. Ich glaube, hier rum ist es egal. Dann machen wir das so. Zack. Oder andersrum. Zack. So, ist wurscht. Denke ich mal. Dann brauchen wir zwei weitere Albenschrauben gleich. Da. Und die Aufnahme 2.4. Das ist eine Metallaufnahme. Das ist dieses Stückchen hier. Brauchen wir jetzt. Und zwar führen Sie zur Motorstütze die beiden kleinen Zapfen gehört in die seitlichen Schlitze wie angedeutet. Hier haben wir kleine Zapfen dran. Da und dort. Die kommen jetzt hier in diese beiden kleinen Schlitze mit rein. Da und dort. Alles klar. Ansonsten ist das Ding baugleich. Das heißt, wir können das Ganze so einsetzen. So. Wahrscheinlich wird jetzt hier an den beiden Löchern, gehe ich mal ganz stark von aus, mal eben wenden. Ja. Wird das Ganze jetzt verschraubt. Und zwar von dieser Seite aus, wird mit zwei AM-Schrauben die Motorstütze verbaut. Schon groß, ne? Ja. Na gut, nehmen wir so hin. Langsam am Ende nicht stört, ist es kein Problem. Weil die Schrauben ragen so ein bisschen heraus. Wie man hier sehen kann, da. Ob das so sein soll, ich weiß nicht. Aber gut, wir gucken weiter. Dann brauchen wir als nächstes eine Gewindestange. Das ist diese hier. Die kommt jetzt hier mit rauf, beziehungsweise wird hier reingeschraubt, das längere Stück. Und drücken Sie ein abgeflachtes Ende in die zentrale Bohrung der Aufnahme 2.4 und die Bohrung der Muffe hinein. Das Foto zeigt die korrekte Endposition. Das ist nämlich auch einmal abgeschrägt, das heißt, wir können das nur zack in eine Position stecken. Alles klar. Nehmen Sie die Hebelanlenkung 2.6 als nächstes. Das ist die hier. Die soll jetzt da drauf gelegt werden und drehen Sie das freie Ende der Gewindestange. Drehen Sie rüber, okay, erstmal rüber. Die flache Seite soll jetzt nach unten zeigen, so wie es aussieht. Und drauf drehen. So. Drehen Sie die Hebelanlenkung so weit, dass Ihre beiden seitlichen Bohrungen mit den Sacklöchern der Aufnahme 2.4 fluchten. Ja, okay, beim Ausrichten das Ganze, wie rum das muss. Ja. Ist dies der Fall, fügen Sie die beiden Wellen 2.13 ein. Das sind diese hier. Die sollen hier in, man kann nicht sehen, ne? Diese beiden Löcher hier neben dem großen Gewinde mit rein. Einmal.
No. Das passt nicht. Hier passt es rein, ja. Spannend, dass die Welle nicht da durchpasst. Durch das Loch, ja, da passt es durch. Hm. Ist vielleicht nochmal Millimeter Unterschied und dann passt das schon alles nicht mehr. Oder ist die Welle zu groß? Zu dick? Muss ja nur Millimeter sein, dann passt das schon alles nicht mehr. Weil die Welle passt nicht durch das Loch, merke ich gerade. Das muss ja hier schon irgendwie durchpassen, die Welle. Sind die unterschiedlich? Eigentlich sollten sie es nicht sein. Wenn, ist es nur minimal. Weil die passt weder durchs eine noch durchs andere Loch. Ja, ich guck mal eben kurz hinter der Kamera, wie das Ganze weitergehen soll. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin leider ein klein wenig am Verzweifeln, weil diese eine Welle, ich weiß nicht, wo hier ein Millimeter mehr ist an dieser Welle, sie passt in keines der beiden Löcher rein. Unten geht das, hier in diesem Stück, da kann ich die Welle so reinsetzen, das ist gar kein Problem. Aber irgendwie scheint hier bei der Verbindung hierzu zu den oberen Löchern, das nicht zu passen. Ich kriege das tatsächlich nicht rein. Ich weiß, egal welches Loch ich nehme, es muss irgendwie an dieser Welle liegen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich lasse das Ding jetzt einfach weg, weil sonst komme ich nicht weiter. Das wüsste ich jetzt sonst nicht, wie ich das machen sollte und ob die am Ende wirklich Funktion haben, ist dann die nächste Frage. Ich werde das erstmal so lassen und gleich mal gucken, wie es weitergeht, weil sonst komme ich hier tatsächlich gar nicht zu Rande. Ja, erster Punkt, der kann gerne mal verbessert werden. Es sei denn, ich stelle mich auch dem nicht an. Das mag auch natürlich sein. Wir machen jetzt mal ein Stück weiter. Und zwar nehmen wir uns diese Stickerhalterung vor. Und ein Verbindungsstück 2,5. Das ist dieses welche hier. Das bauen wir hier an dieses Kreuz mit ran. Und zwar dieses Kreuz ebenfalls genauso. Und das soll entsprechend der Form so mit angebracht werden. Also nicht so entgegengesetzt, sondern schon hier mit der Form mitgehend das Ganze. Und wird in das Plastik, in das Plastik verschraubt mit zwei AP-Schrauben. Nehmen wir die. Daher. Einmal und zweimal, damit das Ganze verbunden ist, haben wir erledigt. Dann soll es weitergehen und zwar sollen wir diese beiden Konstruktionen jetzt miteinander verbinden. Und zwar werden diese hier quasi an die Endstücke mit reingreifen. Mal gucken, wie rum das Ganze soll. Und ob es passt, ist die nächste Frage. Boah, jetzt gerade sehe, jetzt sind die gerade. Ist richtig so? Ja, muss ja. So, geht's rüber. Und die Wellen greifen jetzt hier in diese beiden Löcher. Zumindest sollten sie, aber tun sie jetzt nicht ganz, ne? So. Kommt es zusammen, so wie das aussieht? Oder andersrum? Nee, doch, soll wohl so sein. Wie ich es jetzt gerade halte, soll es wohl auch verbunden werden. Und wird mit einer AM-Schraube jeweils hier und dort fixiert. Spannend, spannend. Einmal und da haben wir die zweite. So, haben wir das schon mal. Jetzt kommen die Mündungsklappen ins Spiel. Jetzt wird es interessant.
Und zwar erst einmal die beiden oberen sollen montiert werden an diesem Stück. Da haben wir sie. Und zwar soll zuallererst die, mal gucken, die linke Mündungsklappe, das ist diese hier, die soll jetzt mit diesem Stück ein Stück hier angesetzt werden. Und der Hebel, der greift jetzt hier an diese Platte mit dran. Allerdings, im Gegensatz zu der Bauanleitung, soll der Hebel drunter gelegt werden. Also irgendwie so wird er wahrscheinlich reingreifen hier. Tippe ich mal, oder? Irgendwie so. Fügen Sie den unteren Zapfen in das abgebildete Sackloch an der Spitze. Achso, hier ist ein Zapfen dran. Aha, das soll ins Loch rein hier. Okay, klack. Alles klar. Und dann soll der Hebel hier runtergelegt werden. Da ist ein Loch. Da haben wir es. Ja. Sitzt und soll wahrscheinlich, gehe ich mal ganz davon aus, mit einer BM-Schraube fixiert werden. Da haben wir einen. Ist ein bisschen wackelig das Ganze, solange es nicht fest ist. So. Dann mal gucken, dass wir zielen. Jetzt haben wir es. So. Mündungsklappe 1 ist mit dran. Wackelig, weil es noch nicht zusammengehört. Hier, da, zack, da geht's rein. Und das andere Stück auf der anderen Seite jetzt genauso. Das rechte auch hier einklinken und den Hebel hier unten drunter hängen. Wird auch mit einer BM-Schraube verschraubt, wahrscheinlich. Dennoch fallen die natürlich alle raus hier oben. Das ist natürlich nicht so einfach. Machen wir erstmal hier die Verbindung. So. Also sitzen tun sie auf jeden Fall, wenn sie zumindest in dem Loch sitzen. So einmal, zweimal haben wir. Dann nehmen Sie das obere Rahmenteil 210. Das ist dieses Stück. Wird jetzt hier oben aufgesetzt, damit das Ganze in Position bleibt. Hier haben wir die beiden Löcher, die oberen beiden hier. Diese, die greifen jetzt in die oberen beiden Zapfen von den Mündungsklappen. Dann wird das Hubs natürlich alles in Position gehalten. Einmal, zweimal. Einmal alle Zapfen zusammenfügen, so. Und wird bestimmt auch von verschraubt mit einer AP-Schraube, alles klar. Ne, mit drei AP-Schrauben in die drei Löcher, alles klar, verstanden. Einmal und noch zweimal. Nummer 3. So, das haben wir drin, wie man sehen kann. Jetzt sitzen sie auch an einer Stellung, können nicht mehr hin und her wackeln. Wunderbar. Dann drehen wir das Ganze einmal um und bauen jetzt die unteren Mündungsklappen an. Mit dem gleichen Prozedere wie jetzt. Erst einmal soll jetzt die 2-2, das war die untere rechte Mündungsklappe hier. Haben wir hier auch rechts, genau, rechts zu rechts. Hier greift der Pin in eines dieser Löcher hier oben. Da. Einmal. Und auch hier geht der Hebel einmal drunter und wird mit einer BM-Schraube verbunden. Ich glaube, erst den Hebel hier fixieren und dann den Pin einsetzen ist, glaube ich, einfacher. So, einmal und das Gegenstück auf der anderen Seite mit der letzten BM-Schraube.
ja, sitzen. Die können wir auch einstecken. So. Haben wir. Und dann kommt auch eine Verbindungsplatte. Das ist diese hier. Drüber. Und hält auch diese dann in Position. Genau, die wird hier rübergelegt. Klack, klack, klack. Und da müssten die beiden Zapfen natürlich auch immer reingreifen. Genau so, wie sie es jetzt tun. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das Ganze auch mit 3 AP-Schrauben fixiert wird. Genau. Einmal. Zweimal. Und die dritte. Kurz für sich, nicht wegrutschen. Kurz für sich, diese Mündungsklappen. So, haben wir. Dann sollen wir aber das Kabel nehmen, was wir hier haben. Auseinander friemeln. Und da kommt ein Aufkleber mit dran. M1 hat der hier. Der soll an das Ende des Kabels mit dem breiteren Stecker. Das ist der breitere Stecker hier. Dann nehmen wir den. M1. Und das andere Ende stöpseln wir in den Motor. Klack. Haben wir auch gemacht. Ich glaube, viel passiert nicht mehr, denn jetzt wird aber ein wichtiger Schritt kommt noch. Das ganze Gerüst wird jetzt in den Bug mit eingebaut. Wenn ich jetzt das Bugteil hier noch gerade parat hätte, wäre es noch besser. Ich hole es mal eben her. Wir sehen uns gleich wieder. So, da haben wir sie. Die Bugplatte, die wir in der Ausgabe 1 bekommen haben. Dieses hier. Da bekommen wir die letzte Verbindung. Die wird noch mit angebaut. Hier im Zwischenraum von den Mündungsklappen. Und zwar beim Gucken, wie rum die muss. Mitgehend auf jeden Fall mit der Form vom Rumpf. Das wird dann diese hier sein. Da kommt es rein, so. Und wird auch mit zwei AM-Schrauben verbunden. Alles klar. Und am Bugteil fixiert, diese Halterung. Upp. Die richtige Position treffen, dann klappt's. Und einer geht noch. Die haben wir hier. So, diese Halterung sitzt mit dran und jetzt kommt das ganze Gerüst, was mit eingesetzt wird, das Motormündungsklappen, die Motormündungsklappenbaugruppe wird eingesetzt. Und führen Sie den fünften Verbinder 2.8 so zwischen die beiden Mündungsklappen, dass er sich unterhalb des zentralen Rahmenteils 12.11 befindet. Schauen wir mal, es kann ja nur so reinpassen. So, flutscht das doch gerade ziemlich gut rein. Hier passt das auf jeden Fall sehr gut. Ja, passt. Da muss bestimmt irgendwo verschraubt werden. Hier haben wir zwei Verbindungspunkte anscheinend. Hier, da kann man es, da wahrscheinlich nicht mehr so, da jetzt erkennen. Da haben wir ein Loch auf der Platte und hier noch einen genauso. Da wird es jetzt mit den übrigen AP-Schrauben verbunden. Und dann haben wir den Mechanismus zum Öffnen der Mündungsklappen auch mit in den Rumpf mit eingebaut. Einmal und zweimal. Und da wir ja schon wissen, was in der nächsten Ausgabe kommt, in der Nummer 3, wissen wir schon, was uns dann erwartet. Ein hoffentlich erfolgreicher Testlauf des Ganzen. Ein erfolgreicher Test des Tests. So. Damit ist das Ding bombenfest. Wunderbar. Und das Ergebnis lässt sich sehen, auf jeden Fall. Wir haben nach Ausgabe Nummer 2, ja, diese Bughälfte auf jeden Fall mit den Mündungsklappen ausgestattet, wie man sehen kann. Und die gesamte mechanische Baugruppe sitzt mit drin. Die anderen beiden stehen schon quasi in Lauerstellung für den Einbau des anderen Bugteils.
Gut, das war alles für Ausgabe Nummer 2 und wir schauen natürlich eben gleich rein, was in der Nummer 3 kommt. Ja, die Ausgabe Nummer 2 unseres Tests vom U96 ist eingebaut bzw. verbaut. Wir haben die Mündungsklappen bzw. die gesamte Baugruppe hier mit eingesetzt. Ich bin gespannt, wie das am Ende funktionieren wird. Sehen wir dann beim nächsten Mal, denn das ist jetzt schon der Punkt. Was kommt in der Ausgabe Nummer 3? Die habe ich ja netterweise schon hier liegen gehabt und auch schon ausgepackt, wenn ich sie jetzt noch finde. Da ist sie. Weit kann sie nicht sein. Das wird die Ausgabe Nummer 3 sein. Da bekommen wir die zweite Bughälfte auf jeden Fall geliefert. Da ist sie. Die wird mit eingebaut. Weitere Verbinder kommen hier mit ran an das Innenelement, an die Innenseite vom Bugteil. Spannend wird es aber hier. Da bekommen wir nämlich eine Testplatine plus Batteriebox geliefert. Dann können wir nämlich diese ganze Motorkonstruktion, die wir jetzt haben, dann auch tatsächlich einmal testen, ob sie funktioniert. Drückt die Daumen, dass alles soweit klappt. Wir sind gespannt. Gut, das war alles soweit für heute. Die nächste Testausgabe 3 wird dann nicht mehr lange auf sich warten lassen, das kann ich schon mal sagen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder mit dabei seid. Und wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, damit es auch tatsächlich Realität wird, dann schaut auf die offizielle Webseite von Hachette. Steht die hier in dem Ganzen mit drin oder steht sie auf der Pappe mit drauf? Das mag auch sein. Das wäre zumindest vom Vorteil. Da steht's. Nochmal mit drauf, www.hachette.de/U96. Da könnt ihr das Projekt finden und wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, könnt ihr an der Online-Umfrage teilnehmen bzw. das Projekt abonnieren. Wundert euch nicht, falls ihr keine Post bekommt, das ist dann normal, aber ihr zeigt durch euer Abo zumindest schon mal euer Interesse an diesem Projekt, wenn es dann rauskommen soll. Gut, das war also alles für heute. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben und meinem Kanal auch sehr gerne ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Freue ich mich sehr drüber und ihr bekommt direkt Nachricht, wenn neue Videos hier auf meinem Kanal online gehen. Bis dann noch ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen. Schaut in der Zwischenzeit gerne auch bei meinen anderen Projekten vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao.